Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Drückt die Daumen, dass wir ein Darlehen kriegen, Leute. Wir haben Großes vor. Wir möchten eine eigene Ranch, um unsere Abigail zurückzubekommen. Auch wenn ich die ein bisschen dumm finde. Und ich feiere diese Musik. So, wir sind in Blackwater und wollen zur Bank einen Kredit holen, weil wir unsere eigene Ranch kaufen wollen. Ich würde es so feiern, das würde dem Spiel noch die Krone aufsetzen, wenn wir diese Ranch quasi noch ausbauen müssten. Das wäre so geil. So ein bisschen wie bei Kingdom Come Deliverance mit dem DLC, wo wir das Dorf aufbauen mussten. Würde ich richtig feiern. So, wir können das Pferd anbinden. Machen wir. Und wir werden versuchen, mit dem John ein bisschen Good Guy zu machen. Das haben wir nämlich Arthur versprochen. Genau, Pferd. Erstmal den Kacken. So, ab zur Bank. Excuse me, sir. Can I help you? Wahrscheinlich zu dem Dude da hinten. Welcome, welcome. Yeah, I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh, yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Thank you. Yeah. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Getty's. Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Getty's told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. All right. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Getty's. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Da bin ich ja gespannt, Leute, was das für ein Drecksloch ist. Wenn der schon so reagiert, dann will ich mal die Ranch sehen. Ob sich's überhaupt lohnt, die zu kaufen. Weil, naja, so eine alte Bruchbude. Aber es wäre halt geil, wenn wir die richtig aufbauen müssten, so. Das wäre richtig fett. Ja, und das ist ja auch schon ein gutes Zeichen, dass da jetzt schon Leute drin hausen und wir die verscheuchen sollen. Ja, ich bin gespannt. Aber ich mag den Teil der Geschichte voll. Es ist so wie so ein zweites Spiel gerade. Also es ist wie so ein zweites Red Dead Redemption. Einfach eine zweite Story jetzt angefangen. Kapitel 2 quasi. Erst Arthur und jetzt John. Finde ich voll geil. So. Was? We're fine, ain't we? Da ist ein Tiger. Stirb, Miezekätzchen, stirb! Ay, mierda! No me quedan balas! Na, Digi, alles klar bei dir? Es era el último. Ten good shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Kleines Dankeschön wäre ja auch mal nicht schlecht gewesen, ne? Aber da kriegen wir wieder nur ganz beschissene Haut, glaube ich. Weil wir so oft irgendwo reingeschossen haben.
Das arme Miezekätzchen. Oh, das sieht immer so eklig aus. Das arme Miezekätzchen. Ja, es ist in einem schlechten Zustand. Aber wir haben auch keins mehr hinten auf dem Pferd, deswegen. Zack, jetzt haben wir wieder einen neuen Arschschutz. Neuen Hexboiler. So. Dann gucken wir mal, wie die Ranch aussieht. Wie hieß die? Black Hope? Oder wie hieß das Ding? Coming on, girl. Gucken wir mal. Vor allem müssen wir dann regelmäßig Geld zahlen. Da müssen wir auch mal aufpassen, wie die sich das vorstellen. Das Klapperhäuschen hier doch nicht, oder? Vergiss es. Digga, kein Cent. Can I help you, friend? I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen. I'm buying this land. Afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks like you made your decision then, partner. Warum kann ich denn nicht? Er will doch jetzt nicht echt die Hütte kaufen, oder Leute? Nein. Nee, lass es. Tu es nicht. Da hinten zieht schon ein Sturm auf, weil wir das vorhaben. Alter, da können wir in 2 Tagen eine bessere bauen. Mit eigenen Händen. Ohne Hilfe. Ah, you. The man with 2 names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. Jawohl. Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Digga, der hat doch jetzt nicht ex... Der hat dieses Kackhaus gekauft, Leute. Well... It is you. Well, I never. I thought you was Uncle. Dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying.
all these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Oh nee, wieder den Trunkenbold an der Backe. Follow me. Der alte Alki, ey. Preacher's Hope, unsere neue Hood, Leute. Unsere neue Bruchbude. Das ist doch nicht sein Ernst. Ich liebe es. Ich liebe dieses Spiel, Leute. Warum? I don't care how I seem. Well, now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, the, I want a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No. She's, Der war super. Pferd, der war super. Dein Bester heute. Can I continue? No. She's, Her and Jack are waiting until I'm set before joining me out here. Digga, das hat er jetzt gekauft, ey. Das ist nicht sein Ernst. Diese Scheißhütte. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Abigail? Why? Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No. You're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No. I know you're an idiot. Bestes Haus ever, Leute. 5-Sterne-Deluxe. Das Ding hat nicht mal ein Fenster. Teil 2, Preacher's Hope. Hört sich vielversprechend an, Leute. Ich glaube, wir können die jetzt echt aufbauen. Also ein bisschen machen die ja jetzt schon im Video. Aber der meinte, wir können ja das Darlehen nutzen, um Verbesserungen aufzubauen. Ja, guck mal, aber ein Zaunhunter jetzt schon ringsherum gezogen. Und hier so einen kleinen Eingang. Aber ein großes Grundstück, Leute. Ein großes Grundstück. Guck mal, da oben geht's auch noch rum. Ist ein bisschen vertrocknet. Aber sonst. Gucken wir mal. Guck mal, hier sind schon die Rehe. Bisschen Wüstenland hier. Ob hier was wächst, ey, ich bezweifle das. Na, guck mal, also, es nimmt so langsam Form an. Die haben ein bisschen aufgeräumt hier. Die haben hier ein bisschen aufgeräumt. Ob das so gut ist, dass wir Ankel jetzt als Partner haben. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil das ist ja der Trunkenbold. Well, how about this, eh? How about it? Oh, all them, it's us three left at the inn. I heard Sadie might still be alive. Sadie? How'd you hear that? She sent me a telegram. Said she's in Valentine. Sadie sent you a telegram and you ain't paid a visit on her? What's wrong with you, man? It's been a long time. Oh, time. Sadie wants to see you. You go see her.
John Marston, really? Shame on you. Ach, mein kleiner Gartenzwerg, den können wir im Vorgarten stellen, Leute. Onkel können wir im Vorgarten stellen, der gute Onkel. Ist da noch was zu looten? Digga, die Hütte! Ey, das ist nicht mal ansatzweise, da passt nicht mal ein Bett und ein Schrank rein. Scheiß, und der gibt dafür Geld aus. Aber was ich nicht verstehe, da stand doch, wir können unser Darlehen benutzen, um das auszubauen. Aber irgendwie kann ich hier nichts ausbauen. Vielleicht kommt es noch irgendwann als Mission. Das würde ich schon feiern. Das würde ich schon feiern. So, also nächste Aufgabe, Sadie Adler. Müssen wir es doch machen. Na gut. Halt, wartet, wir sollten uns mal ganz kurz um den Gaul kümmern. Bisschen füttern. Schön mit einem Apfel. Das mag doch jedes Pferd. Okay, girl. Und striegeln noch. That's better, girl. So. Können wir noch schlafen eigentlich? Weil mein Detta ist ja so runter. Warum kann der denn nicht schlafen eigentlich? Muss ich da extra wieder in ein Hotel gehen oder was? Na gut, dann ab zu Sadie. Ab zu Sadie, Leute. Ab zu Sadie. Jetzt will ich echt mal wissen, wie das geht mit dem Aufbauen. Mit dem Aufbauen der Ranch. Das würde mich noch interessieren. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, zu Sadie. Die meinte ja auch, es gibt gut Geld. Warte mal, wir gehen hier runter. Jetzt kommen wir da drüben nicht wieder hoch. Aber ich find's cool, dass jetzt so eine etwas ruhigere Story ist, quasi. Wobei, wir warten mal ab, was mit Sadie los ist. Die will bestimmt wieder, dass wir irgendwen überfallen, erschießen oder ermorden oder irgendwas. Tern und Federn. Gucken wir mal. So, hier haben wir wieder so einen Typi. Die sind wieder aggressiv, glaube ich. Easy now! Hey there. Just started this fire and there's plenty of room. Wait, you ain't Swedish or Norwegian, are you? Not to my knowledge. Just thought there was something about the hair, the eyes. I stopped by this settlement over in Tall Trees the other week. Man's in need of post. Traded some furs for tools. All Nordic types. Real strange. They tripped over themselves to make me welcome. Yep. Right, you know what I'm talking about. All handshakes and smiles. The smiles where the eyes don't join in. And there's an old feller sitting there ranting and raving in whatever language it is. Idiot. Okay. You ain't gonna be civil. I'll just shut up. Guck mal, wie er jetzt einfach geht. Ist das dumm? Der haut jetzt einfach ab. Warum? Warum macht er das? Der haut einfach ab, Leute. Ja, dann gehört das jetzt halt mir, würde ich sagen. Dosenlachs. Mehr hat er nicht. Aber wir können uns hier ausruhen tatsächlich. Ich wollte ja schlafen. Am Feuer ausruhen. Ich will mich eigentlich hinlegen. Unterkunft. Untersuchen. Schatulle. Der Typ, der geht einfach voll gut. Der hat Respekt vor uns, Leute. Nochmal Dosenlachs und Kautabak. Also eigentlich haben wir ja gesagt, good guy. Aber wenn er einfach geht, dann... Kann ich hier nicht schlafen? Schade. Aber am Feuer können wir uns ausruhen.
Toll, ich dachte, wir können da so eine Art schlafen, aber können wir nicht. Na gut. Aber haben wir noch ein bisschen Loot abgegriffen. So. You're doing well. Nicht wieder da runterfallen. Braves Pferd. Das hat eine Clip-Erkennung, Leute. Das ist so ähnlich wie Rückfahrkamera. So. Oha. That's a girl. Schwimm! Hier unten ist bestimmt wieder flacher, oder? Ja, sehr gut. Da war ein Biber. So, wir müssen irgendwo darüber. Und irgendwie da hochkommen. Hier. Sehr gut. Jetzt hätte ich es geplant. Natürlich war das geplant. Was denkt ihr denn? Ich weiß doch, wo ich lang reite. Ich bitte euch. Das war wieder eine der super Abkürzungen von Chris Play. So, der Gaul, der hat aber ganz schön wenig Ausdauer, wenn ihr mich fragt. Richtig wenig. So. Oh, hier ist noch ein Trepper. Mann, Gaul, wir wollen doch hier hinreiten, so. Jetzt können wir mal mein komisches Puma-Fell verkaufen. Alright, let's have a look. Let's have a look, da ist es. Puma-Fell, schlecht. Kriegen wir immerhin $2. Hallo? Das ist schon eine Zaun, also ein Lattenzaun-Dingsbums. Und ein Reißzahn, guck mal. Löfflerfeder. Schade, mehr haben wir nicht. So, dann gucken wir mal bei Kaufen. Was der so für mich hat. Der hat wieder irgendwelche... Ja, irgendwelche komischen... Nee, lasst mal stecken. Die sind alle so hässlich. Alright, girl. Ab zu Sadie. Wir können uns eigentlich mal Markierung setzen. Ist noch so weit? Holy shit. Okay. Okay, Leute, da reise ich jetzt mal hin. An der Stelle mache ich aber erstmal einen Cut und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn es heißt Sadie Adler's Back. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst ein Däumchen nicht und bis dahin macht's gut.